Zahlreiche Gäste sind am Mittwoch zum 70-jährigen Jubiläum der Volkshochschule Schwerin erschienen. Die geschichtsträchtige Bildungsstätte wurde auf Befehl der russischen Besatzungsmacht 1946 neu gegründet, nachdem sie von den Nazis Ende der 30er Jahre geschlossen wurde. Seit 70 Jahren erfüllt die Volkshochschule einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag. Ohne sie wäre die Bildungslandschaft in Schwerin einfach verarmt. Die Volkshochschule bietet lebenslanges Lernen für alle Generationen, für Jüngere, für Ältere, aber auch gerade für Jüngere, die den Schulabschluss nachholen müssen. Deshalb freue ich mich sehr, dass diese Bildungsinstitution bundesweit anerkannt ist. Wir sehen das heute mit unserem Gast, dass die Volkshochschulen aus dem Bildungsleben bei uns in den Kommunen nicht mehr wegzudenken ist. Und ich hoffe, dass sie damit auch den Bestand weiterentwickeln kann. Ich freue mich sehr, dass unsere Volkshochschule ja mit der Entscheidung der Bundesregierung auch eine Investitionsunterstützung bekommen, dass das Bildungs- und Bürgerzentrum auch als Teil der Volkshochschule auf dem großen Dreh sich entwickeln kann. Und ich bin überglücklich, dass wir heute Geburtstag feiern. Die ehemalige Bundestagspräsidentin Professor Rita Süssmuth betont in ihrer Rede die Wichtigkeit der Volkshochschulen und setzt einen besonderen Akzent auf Sprachkurse und Integrationsprogramme der VHS.